krass, was der Marc da abgesungen hat. Also man bedenkt, wie die Sprechstimme von ihm ist, sozusagen so als wäre er hundertprozentig Dauerheiser und ich würde mal sagen, die Stimme schon weggeraucht. Und dann singt er da sozusagen mit einer Feile. Total geil und das rockte ohne Ende. Also Wahnsinn, das ist ja ultra krass. Also ich denke mal, dem sollte man auf jeden Fall, egal wie weit er kommt, einen Plattenvertrag anbieten. Also das ist wirklich ein Musiker.